Moin Leute, ein ganz herzliches Hallo zu diesem neuen Video. Ja, es sieht mal wieder ganz stark nach einem neuen Projekt aus und ich muss ehrlich gestehen, ich weiß nicht, wie lange das gehen wird. Wir wissen ja nicht, wann die Bundesliga losgeht, zumindest weiß ich das jetzt zum Zeitpunkt dieser Aufnahme einfach nicht. Ihr habt ein paar Vorschläge in den Kommentaren im Community-Tab hinterlassen. Ich hatte auch tatsächlich überlegt, wie es auch vorgeschlagen und hochgevotet wurde, eine komplette Umfrage zu machen. Man hätte 65 Mannschaften auswählen können und da hättet ihr dann abstimmen können. Tatsächlich aber wäre mir das ein bisschen zu langwierig gewesen und tatsächlich geht es ja auch um eine European Super League, die einigermaßen ausgeglichen ist. Dementsprechend war die Auswahl national und international relativ begrenzt. Ich hoffe trotzdem, dass ihr mit dieser Auswahl weitestgehend zufrieden sein werdet. Klar, ich werde nicht alle Wünsche erfüllt haben können. Ziemlich wahrscheinlich nicht, aber auf ein paar Sachen bin ich eingegangen. Ich habe jetzt Lyon statt Marseille beispielsweise genommen. Ich habe Hertha reingenommen. Ich habe noch Benfica, Lissabon und Galatasaray reingenommen. Leverkusen reingenommen. Warum habe ich Leverkusen und Hertha ausgerechnet aus Deutschland? Zum einen sind das Mannschaften, die beide nicht in der Fantasy-Bundesliga vertreten waren. Das heißt, die Mannschaften haben noch ein bisschen Nachholbedarf und sie haben einigermaßen eine ganz gute Stärke. Da hätten so ein, zwei andere Mannschaften auch noch theoretisch reingepasst. Ich habe mich jetzt aber eben für Hertha und Leverkusen entschieden. Leverkusen, die spielen sowieso fast jedes Jahr Champions League oder zumindest Europa League. Und die Hertha, ja, die möchte das ja in Zukunft vielleicht irgendwann mal so ausführen. Bayern und Dortmund, klar, sind auch dabei. Das ist, glaube ich, keine Frage. Auch wenn man davon nicht Fan sein muss, was ich auch nicht bin, gehören die in so eine Liga einfach mit rein. Ja, Benfica habe ich noch genommen, für irgendeine portugiesische Mannschaft wollte ich mich entscheiden. Ajax ist dabei, Brügge dabei, das heißt, wir haben auch ziemlich viele Ligen vertreten. Man hätte auch noch über RB Salzburg oder so nachdenken können, da habe ich mich jetzt aber gegen persönlich entschieden. Galatasaray, auch da Fenerbahce oder sonst wer, hat da auch noch reingepasst. Ich habe mich jetzt hier halt für Galatasaray entschieden. Das ist die Auswahl, die Aufstellung. Und ja, ich hoffe, ihr habt Spaß dabei. Ich weiß nicht, ob wir das zu Ende führen. Jetzt ist erstmal eine einzelstehende Liga, die ja theoretisch 10 Spiele am Spieltag hat. 19 Spieltage in einer Runde. Wir dürfen gespannt sein. Ich weiß es nicht. Und ja, ihr wisst es dann dementsprechend leider auch nicht. Falls ich Neueres weiß, halte ich euch auch auf dem Laufenden. Jetzt erstmal viel Spaß mit dem ersten Spiel. Das lautet Bayern gegen Manchester United. Viel Spaß dabei und danke fürs Reinschalten. Der Auftakt in der European Super League wird zwischen dem FC Bayern München und Manchester United ausgetragen. In der Allianz Arena war Manchester United zu Gast. Die in schwarz gekleideten Gäste hatten hier den besseren Beginn. Viertelstunde knapp gespielt. Über die linke Seite geht's nach vorne. Und Manuel Neuer ist gleich mal beansprucht. Sehr gute Möglichkeit. Fernandes schließt da ab in der Mitte. Und Neuer bekommt die Arme noch rechtzeitig hochgerissen. Vom FC Bayern München war das keine sonderlich berauschende Vorstellung im ersten Durchgang. Wir sind schon in der 45. Minute. Vielleicht nochmal eine Standardsituation aus dem linken Halbfeld bis hin zur Eckfahne. Lewandowski steht da bereit, bringt ihn eigentlich schlecht rein. Fred kriegt's nicht geklärt. Thiago zumindest mal mit dem Abschluss mehr als ein kleines Ausrufezeichen ist das nicht gewesen. 0:0 nach 45 Minuten, ziemlich enttäuschend. Beidseitig kein gutes Spiel. Manchester United etwas besser, aber unter dem Strich auch nicht überragend. Im zweiten Durchgang ging es dann mit einem Freistoß für die Gäste weiter. 21 Meter Tordistanz. Bruno Fernandes, der da Manuel Neuer wirklich mal richtig aus der Reserve lockt. Super Freistoß. Klasse dann aber auch die Parade von Manuel Neuer. Den muss man da dann erstmal auch rauskratzen. Jetzt endlich mal wieder die Bayern über Alphonso Davies. Thiago wird nicht richtig angegriffen. Haut dann so ein Ding raus. Was für ein Tor. 66. Minute. Wird da von Bruno Fernandes nur langsam begleitet. Und haut das Ding dann in den Winkel.
Doch Manchester United gab sich noch nicht geschlagen. Wir springen in die 90. Minute. Viel Platz über die linke Seite und Mason Greenwood doch noch mit dem Ausgleich. Erste Minute der Nachspielzeit macht den Bayern hier einen Strich durch die Rechnung, sodass es beim 1:1 bleibt. Es gab trotzdem Applaus von den gastgebenden Fans, doch die Enttäuschung war am Ende des Tages trotzdem irgendwie zu spüren. Der FC Chelsea hatte an der Stamford Bridge Benfica Lissabon zu Gast. Die Gastgeber hier legten aber gut los. Mount, Giroud mit der ersten Halbflanke, Halbschusssituation, bleibt aber noch heiß der Ball, weil Benfica das nicht gut geklärt bekommt. Abschluss von Jorginho nach 11 Minuten dann. Ist durchaus eine Wiederholung wert, den trifft er noch nicht gut. Doch der FC Chelsea wusste hier zu gefallen, Benfica konnte keine Akzente nach vorne setzen. Wieder Chelsea, Jorginho zu Kovacic. Mateo Kovacic wird dann nicht gut angegriffen, zieht einfach in den Strafraum ein, dreht sich einmal, da ist Jorginho und der schlägt zu. 27. Minute, das 1:0. Für den FC Chelsea, geht zu leicht, schlecht verteidigt. Dann ist es aber auch ein guter Abschluss. Nach einer halben Stunde wachten die Portugiesen dann auch mal auf über Rafa. Der zieht auch in den Strafraum ein. Kepa mit der Parade, doch der Abstauber von Julian Weigel findet dann den Weg in die Maschen. Gut gehalten, da ist dem Schlussmann vom FC Chelsea nichts vorzuwerfen. Trotzdem schlug Weigel zu, 1:1, auch das Ergebnis nach 45 Spielminuten. Der zweite Durchgang brauchte dann wieder etwas Anlaufzeit, dann aber Benfica Lissabon mit dem Ball am Fuß und in der Bewegung nach vorne. Der FC Chelsea zu passiv in dieser Situation, lässt da Benfica weit kommen. 67. Kepa streckt sich, muss nicht ran, aber da war wirklich Gefahr im Verzug. Schlussphase, jetzt noch einmal Chelsea. Abraham mit der Flanke, Kopfball, Chance, aber alles andere als gefährlich. Vlachodimos kann sich auch auf diesen Ball stürzen, weil Almeida noch stört. So bleibt es hier, auch im zweiten Spiel in der European Super League beim 1:1. Das ist von Chelsea-Seiten aus wahrscheinlich etwas enttäuschend. Bayer 04 Leverkusen bekam es in der Bay-Arena mit Galatasaray Istanbul zu tun. Istanbul in Grau von rechts nach links im ersten Durchgang wagte in der Frühphase den ersten Vormarsch über die rechte Seite. Fegoli im Ballbesitz bleibt da sehr schön am Ball, dem ihr Ball stört. Zwar kriegt es aber nicht gut verteidigt. Radetzky nach 9 Minuten das erste Mal gefordert, fährt er den Fuß aus. Das hätte schon durchaus das 1:0 für die Gäste sein können und es wäre nicht unverdient gewesen. Bayer 04 Leverkusen brauchte, um sich reinzufinden, über eine Viertelstunde gespielt. Alario Demir bei Kai Havertz. Der erste konstruktive Angriff führt direkt zum Treffer. Das war dann aber auch wirklich überragend gespielt. Alario einmal schön weitergeleitet. Kai Havertz hält dann nur noch den Fuß hin. Bayer 04 Leverkusen von dieser Führung getragen, jetzt mit einer breiteren Brust, hatte vor der Pause nochmal die Chance, einen draufzusetzen. Dem hierbei kommt zunächst nicht durch. Alario zu Karim Bellarabi. Doch Muslera mit einer Supertat kratzt den da raus. Super abgenommen mit dem linken Fuß. Dann aber auch schön rausgeholt. Leverkusen führte nach 45 Minuten mit 1:0. Kai Havertz hatte den Treffer erzielt nach einer schönen Kombination. Der zweite Durchgang hatte es dann aber auch in sich, weil die Türken nicht aufsteckten und gut nach vorne spielten. Saracchi über die linke Seite nimmt Henry mit. Arangis, Seri ist nicht mit dem schlechtesten Pass hier in der Szene drin. Ballon d'Or scheitert an Radetzky und dann wurde es richtig haarig. Die rote Karte für Sven Bender und gleichermaßen auch Elfmeter im
selben Atemzug. Hier die Grätsche. Unglückliche Situation, aber wohl korrekt. Radetzky hält aber gegen Falcao. Ganz wichtige Szene, 65. Minute. Der Finne hält den Führungstreffer fest. In Unterzahl schaffte es Leverkusen bis in die Schlussphase hineinzukommen. Palacios konnte aber nicht in der 91. Minute die entscheidende 2:0 Führung erzielen. Muslera ist aufmerksam, kratzt den raus, der hätte gepasst. Aber es sollte nichts mehr machen. Leverkusen rettete tatsächlich den 1:0-Sieg über die Ziellinie, schlägt damit Galatasaray Istanbul durch den Treffer in der 19. Minute von Kai Havertz. Hertha BSC hatte am ersten Spieltag Atalanta Bergamo zu Gast und die Italiener, die wissen, wie man Tore schießt, das musste die Hertha tunlichst vermeiden, doch Gosens leitete den ersten Angriff ein. Gomez das erste Tor nach gerade mal 4 Spielminuten. Ganz bitterer Auftakt, Gosens macht es gut, spielt den Ball zum richtigen Zeitpunkt zu Gomez. Der bleibt eiskalt vor Rune Jahrstein. Die Anfangsphase aber von hoher Intensität und einem guten Schlagabtausch geprägt. Piontek legt zu Sjelbred zurück. Nach 9 Minuten hätte das schon das 1:1 sein können. Dann beruhigte sich aber das Spiel infolge dieser Szene. Atalanta wusste, dass sie defensiv auch aufpassen mussten. Die Hertha stellte dann auch kompakt zu. So ging es in die Katakomben mit diesem frühen 0:1 durch Alejandro Gomez für Atalanta Bergamo. Und die Italiener hatten jetzt im zweiten Durchgang das Zepter vollkommen in der Hand. Über die linke Seite Gosens wieder zu Gomez. Der wurstelt sich da durch, spielt in die Mitte. De Roon im zweiten Versuch macht da das 2:0. Martin De Roon schlägt zu. 10 Minuten waren da im zweiten Durchgang gespielt. Erst gut pariert von Rune Jahrstein. Doch in der zweiten Instanz ist er dann machtlos. Die Hertha steckte den Kopf in den Sand. Wusste hier nicht mehr richtig Fuß zu fassen. Gosens über den ging unglaublich viel. Duván Zapata. 62. Das 0:3. Jetzt war hier alles entschieden. Die Stimmung kippte ein wenig. Da hatte man sich durchaus mehr von erhofft. Am ersten Spieltag. Atalanta hatte noch nicht genug. Die schießwütigen Italiener. Noch einmal nach vorne, Alejandro Gomez, Zapata 0:4. Oh weh, das tat jetzt einem schon fast leid. 67. Minute. Danach immerhin wurden die Herzaner verschont. Es kam nicht noch dicker, aber sie starten mit einer dicken Hypothek in die European Super League. Das muss am nächsten Spieltag aber ganz deutlich viel besser werden. Inter Mailand gegen PSG im San Siro Giuseppe Meazza. Halbe Stunde haben wir hier schon absolviert. Die überspringen wir ganz einfach mal, denn viel ging noch nicht. Dann wusste der Gast aus Frankreich aber das erste Mal die richtigen Lücken zu finden. Kylian Mbappé gegen Handanovic in der 32. Spielminute. Zu Beginn diese Partie eben von gegenseitigem Respekt geprägt. Jetzt wurde es aber offensiver. PSG hatte trotzdem die nächste Möglichkeit. 42. Minute, Eckball von links. Neymar tritt das Ding rein, wird nicht geklärt. Thiago Silva versucht es dann aus knapp 11 Metern. Hat er da die Möglichkeit, trifft den Ball aber nicht optimal. Aus der Drehung auch schwer zu nehmen und trotzdem wird es richtig knapp. Der Brasilianer um ein Haar mit dem 1:0. Inter Mailand versuchte das spielerisch zu klären, doch da hatten sie die Rechnung ohne Neymar Junior gemacht. Doch Handanovic bügelt den Fehler seiner Vordermänner wieder aus. Super Schlenzer, diese Parade ist dann auch klasse, wie Handanovic da übergreift. Ganz wichtig in dieser Szene, so ging es ohne Treffer in die Pause. Die Gäste waren bis dahin
Mittlerweile die deutlich bessere Mannschaft von Inter Mailand nach vorne nahezu nicht zu sehen. Das sollte sich jetzt aber ändern. Christian Eriksen spielt raus. Asamoah mit der Flanke und in der Mitte ist Romelu Lukaku mit dem ersten Abschluss und dem ersten Treffer. 51. Spielminute gegen Thiago Silva setzt er sich dadurch. Der ist etwas desorientiert. Dann schlägt der Ball im Netz ein. Doch PSG auch wieder im Vorwärtsgang. Angel Di Maria hat da viel zu viel Platz, legt einmal zurück. Ja, na, Marco Verratti, Ausgleichstreffer in seinem Heimatland, schlägt dazu. 58. Spielminute, zwei Treffer schon gesehen im zweiten Durchgang. Doch Inter Mailand auch davon eher angestachelt. Es ging wieder nach vorne, Brozovic. Eriksen und da ist doch tatsächlich Alexis Sanchez. 63. Spielminute. Super Pass, dann aus Spitzenwinkel abgeschlossen zum Erfolg. Und Inter Mailand brachte das Ganze über die Ziellinie. Holt sich gegen PSG am ersten Spieltag 3 Punkte. Olympique Lyon hatte den FC Barcelona zu Gast, die Gäste fanden hier überhaupt nicht rein und Olympique Lyon wusste von Beginn an zu gefallen. Moussa Dembélé mit dem Pass zu Aoua, der das vermeintliche 1:0 erzielt in der 9. Spielminute, aber im Abseits stand. Die Zuschauer sind noch außer Rand und Band vor Freude. Dann wird die Fahne gehoben und wir sehen es. Knappe, aber absolut korrekte Entscheidung. Aoua hat sich etwas zu früh gefreut, aber vom FC Barcelona nicht zu sehen und jetzt müssen sie ganz genau hinschauen. Das war für unsere Kameramänner sogar nicht komplett einzusehen. Traoré zu Dembélé, ein fantastischer Lupfer, der hinten einschlägt. Über Ter Stegen hinweg, dann schneidet die Kamera leider weg, diese sensationelle Szene. Da haben wir es nochmal. Ter Stegen kann nur hinterher schauen. Was für ein Treffer, der tatsächlich für das 1:0 zum Pausenpfiff sorgen konnte. Das war absolut verdient. Schwach der Auftritt vom FC Barcelona. Wirkliche Möglichkeiten für einen Treffer gab es bis dahin überhaupt nicht. Traoré stattdessen in der 62. mit der 2:0 Führung dreht sich da vollkommen leicht um Piqué herum. Der sieht da im wahrsten Sinne des Wortes richtig alt aus. Der FC Barcelona wachte auf, aber vielleicht schon zu spät. Sergio Busquets, Arthur zu Antoine Griezmann. Anschlusstreffer knapp 10 Minuten vor dem Ende. Sorgt ergebnistechnisch noch einmal für Spannung mehr, aber auch nicht, denn knapp 10 Minuten eben später war Schluss. Lyon rettet das über die Ziellinie und das absolut verdient. Da hat der BVB am ersten Spieltag direkt einen der größten vielleicht in dieser Liga auf dem Spielplan. Manchester City forderte im Etihad Stadium die schwarz-gelbe Borussia zum Tanz. Und Manchester City hatte am Anfang auch die richtigen Mittel, um den BVB zum Tanzen zu bringen. Birki mit der Faustabwehr, Zinchenko mit der Direktabnahme, 13. Spielminute. Bis dato hatte Man City alles unter Kontrolle. Der BVB konnte sich selten mal befreien. Jetzt ein weiter Abschlag von Roman Bürki. Dann ging es mal schnell nach vorne. Sancho zu Haaland. Hakimi, Marco Reus. Die erste Chance, das erste Tor. 27. Spielminute, schön mitgenommen von Reus. Dann auch stark abgeschlossen, vorbei an Ederson. Das 1:0 bedeutete gleichzeitig den Halbzeitstand von Manchester City danach erstmal nicht zu sehen und das sollte sich auch so im zweiten Durchgang zunächst fortführen. Sancho zu Hakimi, kein Abseits, viel Platz, sehr viel Platz. Zinchenko kommt zu langsam hinterher, dann hat Hakimi die Übersicht. Spielt rüber zu Marco Reus, 61. Minute, das 2:0 für die Gäste. Das war ein richtig toller Auftritt. Der Elf von Lucien Favre. Auch nur noch 20 Minuten auf der Uhr. Man City hatte aber die Zeit und die Möglichkeiten. Bernardo Silva
Wo ist der Abschluss da von Ilkay Gündoğan? Diese Geschichte hätte man natürlich durchaus schreiben können, aber der Ball rutscht dann am linken Pfosten einige Zentimeter vorbei. Da kann sich Pep Guardiola nur echauffieren. Das ist die beste Phase in der kompletten Partie von Man City. De Bruyne versucht sich nochmal, aber Bürki pariert, hält die Null fest und rettete damit das Ergebnis auch so über die Zeit. Denn danach war der BVB im Verwaltungsmodus, ließ gar nichts mehr zu und schlägt am ersten Spieltag Manchester City etwas überraschend mit 2:0. Der belgische Meister hatte Real Madrid am ersten Spieltag zu Gast. Club Brügge wusste hier von Beginn an so richtig zu gefallen. Starker Ball nach vorne zu Ruud vom Meer. Vierte Minute, das ist mal ein Auftakt. 1:0 für Brügge. Real Madrid wusste nicht so richtig, wo hier das Feld so steht. Sie brauchten Zeit, um sich hier reinzufuchsen. Dann wurde es aber besser. Kroos mit der Flanke. Gareth Bale auf dem zweiten Pfosten steht da mit dem rechten Fuß, trifft er dann aber nur den Außenpfosten. Und es wurde nicht besser für Zidane und seine Mannschaft. Es gab die glattrote Karte für Toni Kroos. Eine unglaubliche Ausgangslage jetzt. 24 Spielminuten waren da absolviert. Wir schauen nochmal drauf. Das war ja etwas überzogen, diese rote Karte. Kann man nichts zu sagen. Aber die Aufgabe war jetzt da. Real Madrid wusste damit umzugehen, war vielleicht sogar noch einen Tick besser und angefixter. Vinicius Junior dann auch mit dem Ausgleich. In Unterzahl spätestens war Real die viel bessere Mannschaft und verdiente sich damit das Pausen 1:1. Bale hatte ja auch eine Möglichkeit. Aber bis dahin sollte ein Treffer auf beiden Seiten gefallen sein. Real Madrid nun wieder auch im zweiten Durchgang besser. Casemiro, schöner Pass. Vinicius Junior komplett alleine gelassen. Doppelpack des Linksaußen. Das 2:1 für die Gäste. Club Brügge fand auch nicht mehr wirklich statt. Knappe Viertelstunde auch nur noch auf der Uhr. Es war keine gute Partie mehr von beiden Mannschaften. Nicht Real Madrid mauerte in Unterzahl, ist das aber auch durchaus gestattet. Hier die Versuche nochmal, aber auch schlecht gespielt. Abseitspositionen wurden hier en masse provoziert von Real Madrid, aber auch angegangen von Club Brügge. Am Ende bleibt es beim 2:1. Real Madrid kann sich nach Rückstand und in Unterzahl hier zurückkämpfen. Der FC Liverpool spielte gegen AS Rom am ersten Spieltag an der Anfield Road. Sollte es nicht einfach werden für die Roma, aber die Italiener wussten hier durchaus zu gefallen. Viertelstunde knapp gespielt, Kluivert über die linke Seite mit sehr, sehr viel Platz. Ungewöhnlich viel Platz, schließt dann frecherweise selber ab gegen Alisson Becker. Dann wird der Winkel vielleicht etwas zu spitz, doch der Keeper hat auch nicht ganz problemlos in dieser Szene reagiert, konnte das Ding aber entschärfen. Vom FC Liverpool war wenig zu sehen, überraschenderweise ging da nicht sonderlich viel nach vorne. Salah jetzt mit dem Pass zu Alexander Arnold, der sich aus der zweiten Reihe einmal versucht in dieser Szene, aber mit der Seite auch etwas zu hoch zielt, ansonsten wäre das auch Futter für den Keeper gewesen. Nach 45 Minuten stand es 0:0. Das war enttäuschend, insbesondere was die Reds hier ablieferten. Da hatte man doch durchaus mehr erwartet. Jetzt wurde es aber besser. Stunde gespielt, Alexander Arnold. Das geht natürlich viel zu einfach. Der Pass zu Milner, kein Abseits. Quergelegt zu Sadio Mané. So schnell kann es dann auch wiederum gehen. Super Passstaffette, Mané muss nur noch den Fuß hinhalten, 1:0 also für die Gastgeber. Und AS Rom war sichtlich beeindruckt,
das Was mal nach vorne ging, wurde dann schnell abgeblockt. Hier bleiben sie einfach in Virgil van Dijk hängen, der muss sich da nicht mal groß anstrengen, stellt einfach den Körper rein, hält dann perfekt getimt den Fuß rein und klärt diese Szene. So konnte der FC Liverpool dann im Endeffekt befreit aufspielen, ließ nach hinten nichts mehr zu, hatte stattdessen die Möglichkeit für das 2:0. Roberto Firmino mit dem Übersteiger, Sadio Mané muss hier das 2:0 machen. Sein Doppelpack erzielen wäre kein Abseits gewesen, Treffer hätte gezählt, aber das ist am Ende nur Makulatur. Liverpool geht mit dem 1:0 verdientermaßen am Ende über die Ziellinie. Zum Abschluss des ersten Spieltags spielten Atletico Madrid und Ajax Amsterdam noch einmal gegeneinander. Atletico in den hellblauen Trikots spielte von links nach rechts. Ajax in Rot-Weiß musste hier erst einmal verteidigen. Also nichts mit Mauertaktik bei Atletico. Correa, Joao Felix testete nach knapp 7 Minuten das erste Mal Onana, der den Ball hier aber ohne Probleme abfangen kann. Jetzt kam Ajax Amsterdam auch endlich mal ins Rollen. Viel geht nach vorne natürlich nicht, wenn man gegen Atletico spielt, aber sie schafften es. Ziyech im Ballbesitz bleibt da auch stehen, lässt sich nicht fallen, hätte man durchaus auch pfeifen können. Van de Beek, Trippier kann es nicht gegen Promes verteidigen, so kommt es auch da zum ersten Abschluss. Oblak aber hat das Ding ganz sicher. Bis zum Pausenpfiff wurde Ajax besser, hatte auch nochmal eine Möglichkeit. Ziyech in der 40. Das vielleicht größte Highlight im ersten Durchgang sollte aber nicht zum Tor führen. So ging es torlos in die Pause. Was Ajax Amsterdam mittlerweile spielte, war deutlich besser. Atletico versteifte sich dann doch auf die defensive Kontrolle. Und es klappte ja auch, sie hatten ja keinen Treffer kassiert. Teilweise wurde es knapp. Im zweiten Durchgang sollte es von Ajax noch aussichtsreicher und besser werden. Denn hier muss in der 77. Minute Oblak eingreifen. Ajax biss sich teilweise die Zähne aus und musste auch auf Kontersituation aufpassen. Das ist natürlich das Spiel von Atletico Madrid, da ist es gefährlich. Jetzt vielleicht mal Koke. Typisch wäre es gewesen, 82. Minute, aber Onana ist da und hält das Ding, vermeidet den Treffer, hält Ajax im Spiel. Und die Gäste spielten bis zur 90. Minute durch guten Fußball. Tadic, Lange am Ball, Donny van de Beek, Tadic wieder zu van de Beek und in der 88. doch das 1:0 für die Gäste. Oblak kommt nicht mehr ran, der schlägt ein und bringt den verdienten Lohn, denn Ajax bemühte sich über die 90 Minuten gesehen deutlich mehr hier Spielkultur reinzubringen. Es gelang ihnen der späte Siegtreffer und so schlagen sie Atletico mit 1:0. Jo, das war's dann auch mit der ersten Folge. Lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten vielen Dank fürs dabei gewesen sein. Bis zum nächsten Video und adios.